Das heißt, noch 110 Schrauben, dann habe ich für die erste Wildy Stage auch schon genug. Gut. Solarman. Keine Ahnung, ob ich für den wieder ewig brauchen werde. Definitiv einer der schwersten Robotmaster, die es gibt. Wird anders erledigt. Okay. Irgendwie geschafft. Nicht gut, aber irgendwie. Aua. Hier wollte ich eigentlich durchklettern, ne? Sehr gut. Okay. So, was gab's hier? Leben. Nehme ich mir die Abkürzung? Ja, komm. Ich hab Bock auf den anderen Raum gerade. Gut, wir sind bei Boss. Das ging relativ gut. Der Boss wird anstrengend. Wobei, ich habe ja Protoschild. Ich kann die Dinger abwehren.
darf ich niemals vergessen. Das ist meine größte Stärke. Ich kann sie nicht abwehren. Ich kann sie hier echt nicht abwehren. Das wäre scheiße. Ist. Es wird langsam, aber ich seid permanent im Enrage-Modus. Schaden, den er macht, ist halt einfach überirdisch. Aber ich glaube, ich kann ihn trotzdem stattdessen einfach immer treffen, weil seine Sonne ist nichts mehr absorbiert. Was auch in gewissermaßen ein Vorteil ist für mich. Das ist gleich den Nachteil von den Riesenschüssen einfach ein bisschen aus. Aua. Wow. Alter, der macht gerade. Nach 3 Treffern bin ich tot. Guck dich das an, das ist lächerlich. Der Schaden ist einfach so überdimensioniert. Okay. Ach. Nee. Ich muss die Projektile komplett ausweichen, weil mein Rotschild nicht funktioniert. Der Schaden ist absolut überdimensioniert. Und er bewegt sich anders. Es sind so viele. Oh Mann. Oh Mann! Seine scheiß Sonne kann es trotzdem absorbieren. Ey, ich krieg ne Macke. Ich komm nicht mal daran zu, ihm überhaupt Schaden zu machen. Was zur Hölle? Oh Mann. Ich verstehe es echt nicht. Wie zur Hölle soll ich der Superattacke ausweichen? Es ist so nervig. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe auch nicht die Zeit, um den Versuch irgendwie rumzuprobieren, weil ich einfach nicht so schnell tot bin.
Oh, komm schon, ey. Nee. Die Erzprojektile sind auch so riesig. Ich bin Game Over. Einfach so. Das ist echt nicht mehr gut. Der Boss ist einfach so extrem hart im Vergleich zu den anderen. Bei allen anderen Bossen konnte ich mit dem Proto-Shield zumindest noch mal ein bisschen was reißen. Nur bei diesem Boss, bei dem geht gar nichts. Den geht wirklich absolut gar nichts. Aua. Ach. Okay. So. Nein. Okay, naja, Mittelpunkt habe ich ja. Dann kann ich jetzt den linken Weg nehmen, dann kann ich wenigstens das Leben. Ich wollte jetzt den rechten Weg nehmen, einfach bloß damit ich nicht den einfachen nehme. Aber mit den Lebenspunkten war das halt keine klüge Idee. Ich meine, ist ja nicht so, als würde ich die Stage nicht schaffen. Das Problem ist der Boss.
So. Ein weiterer Versuch beim Boss des Todes. Die Sonne des Untergangs. Ich verstehe es echt nicht. Wie soll man dieser Attacke ausweichen? Also eine Idee hätte ich, wie man der Attacke ausweicht, aber... Ich weiß nicht, ob ich die umgesetzt kriege. Oh Mann! Ey, es kann aber nicht wahr sein. Ja, komm, dann dreh einfach den Kopf, damit du mich wieder instant killst. Ah. Natürlich. Sehe bei... Wie soll man denn dem ausweichen? Nee, ich seh überhaupt keine Chance. Mann! Wenn ich es nicht ganz so viel Schaden machen würde.
Ich verstehe es nicht. Ich habe einfach nicht genug. Kann man dem überhaupt ausweichen? Ey, ernsthaft, ich bin Game Over. Ich habe nichts erreicht in diesem Kampf. Momentan. Ich sehe halt echt gerade überhaupt keinen Grund, wie. Ich dem. Keine Möglichkeit, wie. Oh Mann. Ja, natürlich fällst du runter. Ich sehe halt keine Möglichkeit, wie ich dem Scheiß ausweichen kann. Die einzige Option, die möglich wäre, ist, dass es vielleicht von dem Hit-Counter abhängt. Also, dass je nachdem, wie viel Schaden er hat, er diese Attacke macht, so wie Brightman. Das ist die einzige Option, die ich gerade sehe. Aber dazu müsste ich erstmal die Hits zählen, wo er das gemacht hat. Und wenn es damit nicht zusammenhängt, dann bin ich noch mehr ratlos. Oh, natürlich sterbe ich jetzt sogar schon am Anfang. Ist ja nicht so, als bräuchte ich hier Leben. Okay, Vogel-Mini-Boss. Dammit! Dammit! Ach komm schon! Wow. Gut, ich habe den Mittelpunkt erreicht, aber meine Lebensenergieleiste sagt mir, ich könnte es besser wahrscheinlich nicht mehr machen. Wenn ich überleben will. Okay.
Langsam füllt sie sich wieder. So knapp. Gut. Yeah. Wir haben wieder den Boss erreicht. Das war jetzt schon nach einem HP. Ich müsste jetzt just for fun nochmal ihm exakt einen Schaden machen. Keinen Unterschied gemacht. Schade. Damit geht die Theorie scheinbar auch flöten. Vielleicht will ich wirklich links einfach stehen bleiben. Noch irgendwie dem Sprung zu meiner Plattform ausweichen könnte. Oh Mann. Oh Mann. Oh mein Gott, ich hab's ausgewichen. Ja, toll. Das war eigentlich offensichtlich, dass er da keinen springt, aber jetzt mal wieder zu spät realisiert.
Ich erkenne einfach viel zu spät, wann er wie hinspringt und ich kann halt hier oben nicht ausweichen. Ja, verdammt. Sah schon besser aus. Aber immer noch nicht gut genug. Meine Leben verschwinden so schnell, dass ich jetzt schon nur noch 3 habe. Vielleicht am Rand stehen. Ja, es wird auch nicht klappen. Aua. Mist. Oder ist das mein letztes Leben oder habe ich noch eins? Eins habe ich noch, okay. Lange kann ich nicht mehr aufnehmen. Ich müsste eigentlich jetzt schon Schluss machen. Jetzt könnte die Folge heute zu spät kommen. Ich mach vielleicht auch nach dieser ja, wisst ihr was, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Einfach bloß, damit die Folge pünktlich ist. Es ist nämlich jetzt 10.42 Uhr, ich muss noch rendern und hochladen. So, ich hoffe, dass ich das noch schaffe, denn ja, beim nächsten Mal versuchen wir uns dann weiter ins Solarman. Mal sehen, wie lange das dauert. Bis dahin und ciao.